Servus und willkommen zurück hier zum FM 17 mit Cottbus, den Jungs, ja, den ich einfach den Spitznamen Lausitz Boys verpasst habe, weil ich einfach so sage, geil, 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 so muss das einfach sein. Freunde, ich bin richtig begeistert darüber gewesen gestern, also was heißt gestern noch, dass so viele einfach mal zugeschaut haben hier bei meiner Folge, ist einfach schön zu sehen, dass ihr das nur sehen wollt und es geht ja auch weiter. Hör da auf so zu reden, halt die Fresse. Okay. Ja. Geht munter weiter hier. Schade mit dem Aus in der WM. Naja. Geiles Video, sagt Football Live. Ja, danke schön. Da freue ich mich richtig drauf. Auch, dass es weitergeht. Nur noch am Samstag zu Hause vor 20.000 Mann gewinnen. Wir müssen das schaffen. Hinspiel 2-3 für uns. Und ich freue mich so sehr auf hoffentlich FIFA 19 nächstes Jahr mit Cottbus. Ja, Lemo. Da freue ich mich auch drauf. Und vor 20.000 muss man einfach das Ding am Sonntag, glaube ich, ist das? Ja, genau. Festmachen einfach, geht gar nicht. Willkommen zurück, Trainer, sagt der Baba. Jawohl, Junge. Hör mal, da sind wir wieder. Ne, da bin ich wieder am Start. Ach, was habe ich mich über das Video gefreut. Bin mega gespannt auf die nächste Saison, sagt der Moritz. Unser Moritz hier, unser super Jugendspieler, dem wir auch einen Vertrag gegeben haben für die neue Saison. Im super Video, da hat sie sich meinen letzten Mal reinschauen ordentlich was getan. Schade, dass du in der WM so eine gute Gruppenphase hattest und dann so bitter ausscheidest. Und ja, Senegal scheint wirklich krass drauf zu sein. Hier wollen wir gleich mal sehen, was da weiter passiert. Hier brauchen wir gar nichts mehr machen. Einfach weiter, wir gehen es bis zum Schluss. Uruguay haben wir ja leider nicht geschafft, sehen wir hier. Was aus Senegal hat wirklich hier nach Venezuela noch Argentinien rausgeschmissen mit 2-1. Das kann doch nicht alles nur an Konaté liegen. Und hier Senegal gegen Deutschland. Wow. Grauer, schreibt der Presser. Und natürlich kommt beim Presser ein deftiges zurück. Geil, da ist er ja wieder. Der Konaté geht ja ab bei Senegal. Bin mal gespannt, was die neue Saison bringt, sagt der Jonas. Unser Jonas Buhr. Ehrenmann, sagt der Marvin. Ja, danke, das kann ich nur zurückgeben. Alter, 3-0 Cottbus, die zerlegen einfach Flensburg. Das war ja gestern. Kurz nachdem mein Part rauskam. Ja, das ist geil. So mag ich das. Wo kriegst du deine Spielerbilder her, sagt der Vince, fragt der Vincent. Ja, die mache ich ja größtenteils selbst, wer mich kennt. Und sonst wisst ihr ja, wo man die findet, bei FM Zocker. Dann habe ich mir noch Screenshots gemacht hier. Wie gesagt, 2-3 hat Cottbus ja gewonnen. Ich habe das Spiel gestern gesehen. RBB Livestream. War einfach geil. Ich war richtig begeistert. Aber muss sagen, die haben sich in der zweiten Halbzeit so ein bisschen zum Ende gehen lassen. Und das war nicht so toll, ne? 3-2, gute Ausgangsposition mit 3 Auswärtstoren, ist ja klasse. Und jetzt am Sonntag Heimspiel, das muss einfach geil werden. Ja, ich kann leider nicht dabei sein. Ich würde auch gerne mal das Stadion besuchen. Ich war noch nie da, aber naja, muss ich irgendwann mal machen. Auf jeden Fall, wenn sie den Aufstieg schaffen, bin ich sicherlich einmal oder zweimal beim Heimspiel dabei. Morgen bin ich am Samstag in Aachen beim Odonka-Abschiedsspiel. Da freue ich mich schon drauf. Da fahre ich mit meinem ältesten Sohn hin. Richtig geil. Ich freue mich schon. Wird super. Aber wir haben noch ein paar Kommentärchen hier. Hat noch der IMJ geschrieben, hier von FM Zocker jetzt, exklusiv Jungs, die da tätig sind und auch immer rund um die Uhr da sind. Ob's Moderatoren sind oder auch einfach, so wie ich, Let's Player. Ach, wir sind eine lustige Truppe da. Immer reinschauen. Endlich geht's weiter, sagt der Gary erstmal. Und der Ruxon sagt, das haben wir gleich. Erstmal der IMJ. Also Gary habe ich außen vor genommen, ist ein kleines Kommentar. Gary, mein Bester, ne? So wie angekündigt, steige ich bei dir jetzt nur als Zuschauer mit ein, pünktlich zur WM in Katar. Das ist doch ein guter Zeitpunkt. Das erste, was mir bei dir besser gefällt als bei den anderen, ist die Hintergrundmusik. Da fühle ich mich bei dir schon mal gut aufgehoben. Machen wir das mal weiter hier. Jojos neues Pop-Up-Design sieht wirklich sehr gut aus. Bitteres aus in der 119, das tut weh, bin gespannt, wer sich den WM-Titel holen wird. Ja, ich auch. Ich bin auch richtig gespannt, was daraus wird. Und zum Schluss haben wir noch den Ruxon. Bei dem könnt ihr auch mal vorbeischauen, den werde ich hier noch verlinken in meiner Abo-Box hier. Und auch bei den heiligen Kanälen, der macht auch ein Let's Play. Starkrauer, habe sie mir angeschaut. Ein Hauch von Melancholie war in der Stimme zu hören, als du die Kommentare der Leute angeschaut hast. Schön, dass es weitergeht. Ja, ich bin auch ein bisschen traurig und so gewesen, das ist schon richtig. Und man hat das an meiner Laune auch gemerkt, ein bisschen, dass ich halt mich gefreut habe, dass ich wieder aufnehme. Und ich musste erstmal wieder reinfinden, so ein bisschen. Aber wir sind ja jetzt dabei. Das wird jetzt eine kleine Folge bis zum Schluss. Und natürlich hat Konaté wieder getroffen, Freunde. Wer nicht, er wäre dann. Ups,
Immer noch gar nicht. Oh, er möchte den Verein verlassen. Aber der ist ja erstmal noch ein bisschen bei uns. Ja, und Nastasic ist auch weitergekommen mit Serbien. Gucken wir uns das mal an. Hier geht's aufwärts. Es geht aufwärts, Freunde. Jungspieler entdeckt. Joshua Ravagli. Ein Italiener. Perfekt. Sowas brauchen wir. Natürlich nehmen wir den auch mit. Scouting abgeschlossen. Von Dennis... So, und Nastasic in Hochform hier. Gehen wir weiter. Ja, ich freue mich auch schon auf die neue Saison. Was haben wir denn da? Schade. Senegal raus. 1:3 gegen Deutschland. Serbien auch raus. Nach Elfmeterschießen. England gewinnt Elfmeterschießen. Oh. Naja. Und hier natürlich Konaté mit 4,5. Aber was soll er denn machen? Bitte. Eieiei. Oh, hier müssen wir gleich erstmal wieder... Naja, müssen wir gar nicht. Erstmal dieses scheiß Quiz machen. Das könnte Hoffenheim sein. Wie heißt der zurzeit beste Spieler der Welt? Ja, hätte ich da mal aufgepasst, ne? Ist das Saul oder Weigel? Ich sag einfach mal Saul. Oh, ist richtig gut. Sebastian Mayer. Ist doch das hier, ne? Ja. Wer hat den Coupe de France in Frankreich gewonnen? Ich denke mal, dass das Paris war. Ja. Meister in Luxemburg. Ist auf jeden Fall nicht Jonas Esch geworden, oder? Ham Benfica. Jawohl. Welcher der Spieler ist Yvonne Landry Mvogo? Das ist doch er hier. Wie viele Abstiegsplätze gibt es in der ersten Liga der Vereinigten Staaten? Ach du Scheiße. Mal zwei? Okay, ist nur einer. Ja gut, das kann ich auch nicht wissen. Alles weiß ich auch nicht. Spielerberater? Diesen Talent kommende Nationalspieler aus Wales. Natürlich nehmen wir den auch mit. Und Raphael hat hier alles erreicht. Perfekt. So. Hier wird alles mitgenommen. Rotation haben wir geschafft. Endgültiges Ergebnis des Lizenzierungsverfahrens. Auch ohne Ende haben wir alles hier richtig gemacht. Kein Thema. Weiter geht's. Kommen wir hier zum Saisonende. Kann sein, dass man hier mal ab und zu mal Hintergrundgeräusche hört, aber... Da macht euch nichts draus, das sind die Kinder, die draußen spielen. Senegal schafft immerhin den dritten Platz gegen Serbien im direkten Duell zwischen Nastasic und Konaté. Natürlich diesmal auch wieder nicht trifft. Wer wird denn Weltmeister? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Und dann gehen wir auch schon in die nächste Saison rein. In unsere siebte müsste das sein. Ich habe da im Moment gar keinen Durchblick. 5:1 schlägt Deutschland, England und... Die werden echt Weltmeister 2022. Ich gehe kaputt. Und? So ist das halt. So. Forster mit den meisten Spielen. Verein Manchester City. Den meisten sind wir da auch irgendwo vertreten. Natürlich sind wir da auf jeden Fall vertreten. Hat man ja gesehen. Finde ich geil. Perfekt. Irgendwann sind auch meine Spieler dabei. So, Konaté mit 10 Toren dabei. Das ist, sieht man natürlich gerne sowas, ne? Oh, Demirovic ist auch dabei. Wow, der spielt bei Boca Juniors. Aber noch mehr von uns dabei. Nastasic ist auch dabei, aber in 11 des Turniers finde ich so ein bisschen schade, dass so ein Konaté nicht neben Morata im Sturm ist. Ne? Geil, okay. Ja, Überraschung Senegal, Enttäuschung Portugal, Spieler des Turniers Harry Kane, Torschützenkönig Morata und Moussa Konaté. Perfekt. Und Deutschland ist Weltmeister. So, dann gucken wir uns mal hier das so ein bisschen an. Ob da einer von uns auch was gut gemacht hat, wäre ja gar... Yakini Yeboah kenne ich gar nicht. Mal gucken. Vielleicht kommt ja jemand. Wäre schon geil, so Nastasic oder Konaté. Da. Jawohl, Konaté hat einen gut gemacht. 76. Perfekt. Nastasic? Auch einen gut gemacht. Ja, perfekt, dann können wir schneller machen. Sauber. Die beiden haben echt was gut gemacht. Und Nastasic steigert seinen Marktwert auch noch. Es ist ja einfach grandios. Wer hätte das gedacht? Perfekt. So, was haben wir denn hier? Europäischen Fairnesspreis. Ist natürlich aus Luxemburg jemand dabei. Das freut mich auch. Ich habe auch Lust, in der nächsten Saison vielleicht einen Kooperationsvertrag zu machen. Oh, Unna Strassen ist dabei. Geil. Mit einem Verein aus Luxemburg. Da hätte ich Bock drauf. Das wäre schon geil. Ne? Jetzt macht mal schneller hier und hinne, weil es muss ja auch weitergehen, ne?
Ich mach das gerne mal so. Ob es da schneller geht, weiß ich auch nicht. Nürnberg hat in den letzten 7 Ligaspielen immer mindestens ein Törchen kassiert. So. Hier sind wir. Ich werde nachher die Musik wieder rauslöschen. Natürlich Finanzergebnis 17,4 Millionen. Zuschauerzahl 98%. Auslastung bei 22.258. 14 12 zur neuen Saison 0. Abgänge 40. Feststehende 3. Beste Entwicklung Adrian Will 5 Punkte. Den Spieler wurden Profivertrag ausgestattet aus der Jugend. Gesichertes Mittelfeld, wir sind Dritter geworden. Noch viel geiler. Im Pokal Zweiter. Bester Feldspieler Baba mit einer Note von 2,91. Bester Torschütze Düker 22. Und Starzev mit 7 Vorlagen. In der zweiten Mannschaft, naja, da ist ja nicht viel anders. Laurin Wey, der beste Spieler. Peso, der beste Schütze. Und Winchens mit dem besten und meisten Vorlagen. Budget. 156 Punkte plus gemacht. Besser geht's ja gar nicht. Und man sieht's ja hier von unserem Saisonziel, was wir da gut gemacht haben. Ne? Alles top. Dann kommen wir zu den Spielern. Der fairste Joho Park. Der unfairste Michael Lang. Patrick Berger kenne ich auch von Dortmund damals noch, aber ist er natürlich nicht. Der jüngste, der älteste Churchi. Dann der effektivste auf dem Platz. Werner, ineffektivste Rudnevs. Der beste Dahoud. Und der Joker Jan Lacker. Können wir auch nochmal gucken, die Regionalliga Nordost. Ja, hier der älteste, 38 Jahre, Marcel Schäfer. Aber dass hier auch kein Laurin Wey dabei ist, finde ich schon ein bisschen scheiße. Nein, klar, alles gut. Unfairste Mannschaft waren wir gewesen, alles klar. Mehr interessiert auch nicht, jetzt wird's laut. Doch nicht. Oh, keine negativen Aspekte, das ist ja, boah, das ist ja super. Jugendabteilung top, sehr gutes Finanzergebnis und der Rest ist auch richtig, richtig geil. Weiter. Ja, da kommen wir zum Saisonabschluss. Ich muss sagen, die Saison war überragend geil. Wir spielen international erstmalig mit Cottbus, Freunde. Im Pokal sind wir sehr, sehr weit gekommen bis ins Finale. Gegen starke Dortmunder konnten wir leider nicht gewinnen. Naja, das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Wäre zwar geil gewesen, aber wir freuen uns auf eine neue Saison. Und wollen gemeinsam gucken, wie die Sache sich entwickelt in Sachen Jugend. Und natürlich auch transfermäßig, ne? Was man da noch macht. Auf jeden Fall muss die Defensive gestärkt werden. Wir haben ja Sauri verkauft. Müssen wir mal schauen. Hier gibt es ein bisschen Kohle. Ja, guck mal. Können wir immer gebrauchen. Immer. So. Das können wir hier mal gucken. Nationale Triumphe. Triumphe wäre hier Meister. Triumphe, habt ihr gehört? Wer hier Meister und so geworden ist, da könnt ihr euch das mal in Ruhe angucken. Ich scroll das einfach mal so runter. Champions League hat Dortmund geholt. Oh, die ist nach Deutschland gekommen. Sehr, sehr geil. Europa League Manchester City. Der UEFA Super Cup nach Arsenal, also auch nach England. Und die Club-Weltmeisterschaft der FIFA auch nach England. Also Arsenal hat ordentlich abkassiert, England überhaupt. Das muss man einfach sagen. Klasse. So, dann haben wir noch Aufsteiger und Absteiger der Saison. Können wir noch gucken, hier Aufsteiger, zweite Liga, 60 München und Nürnberg. Ne? Guckt euch das an, so geht das. Sind die Aufsteiger und die Absteiger Bremen und Frankfurt. Naja, so läuft das. Dann noch die Jugendarbeit. Da auch nochmal reingucken hier. Ach, das bringt ja auch nichts, ne? Liga-Entwicklung, da habe ich mich noch nie mit abgefunden. Dann natürlich Erster in der Coca-Cola-Weltrangliste und Europas Top 11. Lass doch einmal jemanden von uns dabei sein, bitte. Ja, ich muss sagen, sehr viele von uns. Geil. Da muss man erstmal, ne, sich noch ein bisschen mehr entwickeln. So, mal gucken. Machen wir auf die Schnelle. Keine Riesenwelle, so wie immer. Wir haben Magdeburg. Ein schönes Duell. In der ersten Pokalrunde und die würde ich mal sagen, hauen wir komplett weg. Da machen wir keinen Hehl raus. So, dann gucken wir mal. Wir sind als Dritter in der Champions League dabei. Bayern als Vierter noch, sonst Dortmund und Gladbach. Und Europa League, Leverkusen, Hoffenheim und der HSV. Also ich freue mich schon auf die neue Saison, Freunde. Also freue mich auch, wenn ihr wieder dabei seid. Wieder ordentlich diskutieren. Ich jammer wieder, ihr helft mir. Ich verzweifle wieder. So wie immer. Naja,
auf eine neue Saison, auf eine gute Saison. Internationaler Wettbewerb als Ligaziel sollten wir uns schon. Viertelfinale ist auch in Ordnung. Und hier, boah, Achtelfinale. Der sagt, wir schaffen die Gruppenphase. Boah. Das ist ein bisschen krass, ne? Natürlich gibt das mehr Geld. Ne? Wir lassen es auch einfach mal. Ich gehe aufs Risiko, Freunde. Zack. Oh. Und ich habe gesehen, internationaler Wettbewerb natürlich. Was ich dazu jetzt gesehen habe, ist, dass wir positiv dabei sind, Freunde. Wir haben 48,3 Millionen, wir haben es verdoppelt. Baukosten 18,3. Alter, ist das geil, Freunde. Wir dürfen überlegen, was wir machen. Wir haben sehr, sehr viel zu tun. Wir haben Kohle, 38 Mille eingenommen. Und wir spielen am ersten Spieltag direkt gegen Bayern. Schalke, Augsburg. Mal hier. Das ist ja noch nicht alles richtig, aber ich freue mich einfach schon auf die neue Saison, Freunde. Im nächsten Part geht's weiter. Seid gespannt, ey. Ich sag's euch, Freunde. Oh, wartet mal. Ich hab was gesehen. Aber was ist es? Ich sag es nicht. Tschüss.